herzlich willkommen beim sonnigen Wetter heute in Petersroda, unweit von der Autobahn A9. Wir sind jetzt in den letzten Momenten, eine neue Sigrado-Küche fertigzustellen. Es fehlen noch ein paar Leisten, ein paar Kleinigkeiten. Ich möchte euch schon mal zeigen, was wir da gemacht haben. Kommt einfach mal mit. Wir haben eine schöne braune italienische Küche eingebaut, rustikales Kastanienholz. Die Kunden haben sich einen schönen Esstisch gewünscht, hohnstichig gebürstet mit entsprechenden Stühlen dabei. Und hier hinter sehen wir die Küche mit einem U und einem Tresen. Der Hausherr wollte einen Barschrank haben, den haben wir natürlich individuell umgesetzt. Schöne Ablage, kleine Schublade und wenn man hier, kommt ruhig mal ein bisschen ran, wenn man hier sieht, auch kleine Spirituosenspender für den Grappa, den Obstkorb oder was auch immer gewünscht wird. Ja, weiter natürlich Kühlschrank, schön groß, 178 Nischenmaß, schön eingebaut oder auch der Backofen mit Teleskopauszug, wie man das eigentlich heutzutage haben möchte. Wir bei Sigrado sorgen dann auch für so eine nostalgische, harmonische Verkleidung, dass das alles passt. Und ein Highlight in unserer Küche, was wir sehr gerne machen, das ist natürlich dieser Vorratsschrank für die ungeliebte Ecke in der Küche, die oftmals verschenkter Platz ist. Hier Stauraum en masse ist begehbar. Also man kann hier auch alles unterbringen, was man haben möchte. Die Arbeitsplatte selber ist aus Sandstone, das ist ein schönes homogenes Material. Wir haben hier dann nochmal eine Bordüre aus Marmor angesetzt, damit es auch zu diesem mediterranen Stil passt. Boa-Kochfeld mit entsprechender zentralen Abluft nach außen, also draußen auf der Terrasse riecht man, wenn das Essen fertig ist. Das funktioniert perfekt. Und auf der anderen Seite hier drüben Geschirrspüler und ein weiteres Highlight, der Wasserhahn, der alles kann. Drucker ist so, dass man dort kaltes Wasser, warmes Wasser, kochendes Wasser und sprudelndes, gekühltes Wasser ziehen kann. Also eine super Sache. Da muss man dann also mit Wasser sich nicht mehr anderweitig auseinandersetzen. Ja, dann haben wir hier drüben mal noch eine schöne schönen Aufbau nach oben in unserer Mäuerchenoptik. Auch hier wieder die wohnstichige Kastanie, unten drunter eine Rundbogennische. Und hier ist vielleicht noch eine Besonderheit, die auch sehr schön ist. Ein kleiner Gewürzschrank oder Gewürztabernakel, wie ich immer so schön sage. Alles griffbereit, Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Oregano und so weiter. Für so einen schönen Übergang zum Esszimmer, was wir also so ab nächster Woche einrichten werden, haben wir hier nochmal einen schönen Balken, eine Balkenkonstruktion mit entsprechender Holzstütze drunter, eine Steckdose, dass man am Kochfeld arbeiten kann und auf nichts verzichten muss. Auch die Beleuchtung ist von uns ausgesucht in unserem Sortiment. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Schöne italienische Küche, ist jetzt fast fertig, ein paar Kleinigkeiten, unschwer ist zu erkennen, Ostern steht vor der Tür. Also die neue Besitzerin hat sich es nicht nehmen lassen, schon mal zu dekorieren. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr das wissen möchtet, www.sigrado.com oder über Telefon, über E-Mail könnt ihr uns erreichen. Bis dahin, ich freue mich auf Nachfragen und bleibt schön gesund, bis zum nächsten Mal.